Das klingt ein bisschen abwegig oder vielleicht sogar nerdig. Aber die Wand an und für sich ist ein Thema, das mich schon lange fasziniert. Wände können sehr vieles sein. Sie sind jetzt ganz primär und banal ein architektonisches Element, das Räume definiert, das Räume gestaltet. Ein Raum gibt uns ja auch immer, gerade wenn wir eine bestimmte Funktion haben, also das ist jetzt mein Büro zum Beispiel, gibt der uns auch immer bestimmte Verhaltensregeln vor, die ich ganz intuitiv befolge, weil sie gesellschaftlich antrainiert sind. Weiterer Aspekt ist natürlich die eigenen vier Wände. Ich glaube, das hat die Pandemie auch deutlich gemacht. Wände schützen uns, aber sie können uns auch isolieren. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz große Reihe von metaphorischen, symbolischen Bedeutungen. Allein wenn man mal Sprichwörter anschaut, mit dem Kopf durch die Wand gehen. Diese Idiome tragen ja auch die symbolischen Bedeutungen von Wand mit, nämlich dass sie ganz häufig auch als Barriere empfunden wird. Sie ist eine Grenze. Wenn man im Kunstbetrieb arbeitet, sind Wände relativ wichtig, weil man sehr viel Kunst einfach darauf positioniert. Im Museum gab es eben lange die Theorie, dass diese weißen Wände wirklich wie so ein Blickneutralisierer fungieren, bevor man zum nächsten Kunstwerk geht. Und das wurde aber in den 60er Jahren, begannen Künstler eben das in Frage zu stellen und zu sagen, nee, das ist eben nicht der Fall, das ist nicht nur neutralisierend, sondern das prägt mein Kunstwerk schon ganz entscheidend. Und daraus entwickelte sich eben diese Theorie des White Cube. Und da kommen noch viel mehr Faktoren in dieses Phänomen White Cube mit hinein, nämlich, dass sehr häufig Ausstellungsfotografien eigentlich menschenleer waren. Das heißt, die sogenannten Installation Shots haben lange Zeit den Betrachter aus dem Raum verbannt, obwohl sie ja eigentlich ganz essentiell sind für die Kunstbetrachtung. Ohne Rezipient auch keine Kunstrezeption. Und Künstler haben das hinterfragt und aufgebrochen, zum Beispiel auch durch den Moment des installativen Arbeitens. Das heißt, man hat wirklich mit dem Raum gearbeitet. Man hat zum Beispiel auch partizipative Kunstformen entwickelt. Ich habe es eben auch gemerkt, als ich jetzt wieder in die Ausstellungsräume kam, mir fehlt ganz furchtbar dieses in der Ausstellung sein. Weil in einem normalen Ausstellungsbetrieb hätte ich wahrscheinlich jeden zweiten Tag Minimum eine Führung. Und man hätte sehr, sehr viel sich hier in den Räumen auch aufgehalten, immer wieder die Kunstwerke getroffen, auch immer wieder geprüft. Funktioniert es wirklich? Bist du immer noch überzeugt? Das sind ja auch so Dialoge, die man dann als Kuratorin mit sich selber führt. Und das habe ich eben im Moment überhaupt nicht. Und das ist so ganz persönlich was, das mich gerade schmerzt. Wir haben vor allen Dingen natürlich die sozialen Medien auch genutzt, um die Ausstellung weiterhin nach außen zu kommunizieren. Aber bei Arbeiten wie Felix Schramm muss ich fühlen, dass diese Wandelemente förmlich den Raum durchstoßen, in ihn vordrängen und dass es auch eine Aggressivität gibt, die mich als Betrachter angeht. Das kann ich natürlich in keinem Bild der Welt sozusagen rekonstruieren oder transferieren. Ich bin mir sehr sicher und so empfinde ich es auch, dass die Rezeption und Begegnung mit dem Original einen ganz großen Kitzel ausmacht, den man nicht ins Digitale übertragen kann.